Yo, yo, was geht ab, Leute? Patrick und Mischa hier. Yes. Und wir befinden uns hier gerade in Pfäffikon. Nein, in Rapperswil. Rapperswil, sorry. Rapperswil. In der Altstadt, richtig gechillt hier. Samstag, sunny day. Heute Morgen hat es noch geregnet. Es hat geregnet und es hat gleichzeitig die Sonne geschienen. Ja, checkt uns das Snapchat ab. Checkt mal auf Snapchat ab. Und wir hören jetzt zum Podcast. Genau. Und wir haben wieder ein paar richtig gute Fragen von euch bekommen. Auch unsere E-Mail-Adresse ask@probro.org. Sorry, Bro, will ich nicht unterbrechen. Ich muss dazu noch etwas ganz sagen. Ich fühle mich sehr, sehr geehrt und geschmeichelt, wenn ich all eure E-Mails lese und ihr immer auch Feedback oder unsere Meinung wissen wollt. Oder wir sind in vielen Bereichen keine Profis, aber wir können euch zumindest mal das sagen, was wir in unserem Herzen tragen, unsere Gedanken mit euch teilen. Und wenn das schon vielen Leuten was bringt, dann finde ich das richtig geil. Genau, Lebenserfahrung, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin selbst schockiert, wenn ich dran denke. Ich bin ja mittlerweile selbst fucking 25. Du 29 und das heißt, wir haben mittlerweile doch auch ein bisschen Lebenserfahrung getankt, würde ich sagen, ein bisschen. Und deswegen finde ich es natürlich auch interessant zu sehen, dass sich Leute im Alter von 16 bis 24 jetzt auch bei uns melden, um unsere Meinung zu haben. Und heute haben wir ein richtig hartes Thema. Heute haben wir einen 15-Jährigen, Bro. Einen 15-Jährigen. Das ist krass. Ja, mit 15, sich schon solche Sachen zu überlegen, das, ich am besten lese dir die Frage selbst mal durch. Ich werde sie jetzt hier mal kurz einblenden. So, ihr habt es gesehen, Leute, der Simon, 15, fragt uns, wie er damit umgehen soll, dass sein Freundeskreis anfängt, sich von ihm zu lösen oder sich zu verändern. Bro. Yes, erzähl. Wie hat es bei dir ausgesehen mit 15? Hast du mit 15 auch schon gesoffen? Oder mit 13 oder mit 14? Ja, also Leute, Mann, ich habe tatsächlich auch schon früher oft so viel getrunken, dass ich nicht mal wusste, wie ich heiße. Ja, das heißt, ich habe mich mit dem Alkohol vergiftet. Ich musste, glaube ich, auch schon mal kotzen. Also nein, ist jetzt ein bisschen übertrieben. Aber ich habe auch schon hart auf die Stränge gehauen, damals in Las Vegas auch schon. Ja. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, nicht so früh. Das erste Mal so richtig hackedicht, Mann, war ich, glaube ich, mit 16,5 in Mallorca mit meinen Jungs. Und ich muss euch auch ganz ehrlich sagen, dass ich diese Erfahrung nicht missen will, weißt du? Ja. Es ist klar, würde ich niemandem empfehlen, Alkohol zu trinken, vor allem in diesem jungen Alter nicht, aber rein auf meine persönliche Erfahrung und meine persönliche Weiterentwicklung fand ich es cool, Mann, damals. Ich habe diese Erfahrung gemacht, war aber dann irgendwann, also ich muss auch so sagen, ich war nie dieser Typ, der jedes Wochenende rausgegangen ist und feiern gewesen ist. Nie. Es gab Leute in meinem Freundeskreis, die jeden Donnerstag rausgegangen sind, feiern, Freitag, Samstag, Sonntag noch. Die waren immer feiern. Ich war nie dieser Typ. Ich bin, sagen wir im Schnitt so einmal in zwei oder einmal in drei Wochen rausgegangen und dann habe ich aber Gas gegeben, Mann. Und auch beispielsweise in meinen Urlauben. Ja, ich bin immer oft auch weggefahren, war in Las Vegas, war in Mallorca oder und so weiter und so fort und dort habe ich dann Gas gegeben. Heißt, wirklich viel Alkohol getrunken, mir die Kante gegeben, die Sau rausgelassen. Okay. Das ist meine Erfahrung. I hear ya. Ja. Bei mir sieht es ähnlich aus, Leute. Ich habe mit 15 das erste Mal einen Vollsuff gehabt und auch gekotzt, weil ich gleichzeitig noch Marihuana geraucht habe. Oh, diese Kombi. Ja, die Kombo hat es ausgemacht. Ich habe eigentlich immer nur gekotzt wegen Alkohol, wenn ich es mit Gras kombiniert habe. Du hast mit 15 gekifft? Ich habe mit 15 das erste Mal gesoffen und das erste Mal gekifft. Das war, glaube ich, das erste Mal, dass ich gekifft habe sogar. Und ich will es auch nicht missen, weil ich habe schon sehr früh gemerkt, was für ein Scheiß es eigentlich ist. Besonders Saufen. Du gibst es einfach deinem Körper. Ja. Das ist hart. Genau. Also Saufen ist wirklich eine Riesensauerei. Aha. Ich bin richtig froh. Saufe ich schon seit, glaube ich, sechs Jahren saufe ich nicht mehr. Und das eigentliche Thema jetzt, von uns habt ihr es jetzt gehört, es geht ja ums Thema Freundeskreis, sich weiterentwickeln und das Ganze eben auch akzeptieren. Und ich verstehe dich, also du bist 15, Mann, du denkst eigentlich jetzt so, das waren meine Freunde, das sind meine Freunde, aber du musst auch ganz ehrlich zu dir selbst sein, Alter, du hast es nämlich schon selbst erfasst, du hast Ambitionen, du hast Ziele und in dem Moment, wo deine Freunde diese Ziele nicht haben, wäre es dein Fehler,
dich selbst davon abfacken zu lassen oder zu denken, dass du verantwortlich für das Schicksal deiner Freunde bist. Das heißt, lass dich ja nicht dazu bringen, dich in ein schlechtes Licht zu bringen oder eben deine Energie zu investieren, um Freunden zu retten, weil du wirst deine Freunde nicht retten können. Jeder hat sein eigenes Schicksal. Du kannst natürlich, wenn du das möchtest, den Inputs geben, aber ich kann dir jetzt schon sagen, jeder muss es auf die harte Tour lernen, wie Patrick vorher selber gesagt hat, wir wollen diese Erfahrung nicht missen, weil gewisse Fehler muss man zuerst selbst gemacht haben, um sie wirklich zu checken. Man sagt doch immer so schön, dass die Leute in deinem Umfeld, die Leute, die dich umgeben, deine Freunde, deine einfach alle Leute, dass das der Durchschnitt, dass das du bist. Dass du bist immer der Durchschnitt deines Umfelds. Und ich kann mich erinnern, ich war auch mit 15 an einem Punkt, wo ich gesagt habe, ich will mit diesen Leuten, mit denen ich jetzt in diesem Dorf rumgehangen bin und gekifft habe, nichts mehr zu tun haben. Und das habe ich gemacht. Ich habe auf einen Schlag den Freundeskreis gewechselt, zwar nicht wirklich in einem guten, ich habe nicht wirklich einen guten Tausch gemacht, weil es waren wieder andere Freunde, die zwar ein bisschen cooler waren, aber auch immer noch alle gesoffen und gekifft haben, aber es war dann schon mal ein Wechsel. Und dann, was habe ich gemacht, ein paar Jahre später, ich habe nochmal einen kompletten Switch gemacht und bin jetzt eigentlich nur noch in Kontakt mit Leuten wie Sportlern, mit Leuten, die selbstständig sind, mit Leuten, die was anstreben. Mit positiven Mindset haben. Das ist wichtig, Leute, weil, muss ich auch ganz wichtig sagen, Negativität sowie auch Positivität ist ansteckend. Das heißt, wenn du mit Leuten dich umgibst, die ständig irgendwie negativ durch das Leben gehen und negativ eingestellt sind, dann infiziert sich das. Ja. Genauso das Gegenteil, wenn du mit Leuten bist, die immer motiviert sind, die positiv sind, die voller Energie sind, dann steckt dich das auch an. Und du musst schauen, dass du dich mit Leuten, mit solchen Leuten umgibst, oder? Mhm. Und wie es mich schon schön gesagt hat, wenn du dort einen guten Freundeskreis jetzt aufgebaut hast mit 14, 15 Jahren, dann kannst du natürlich versuchen, deinen Einfluss dort reinzugeben und du kannst versuchen, ein paar Leute oder alle Leute oder ein Leute versuchen rauszuhelfen. Das ist möglich, aber nur so weit, dass es dich keine Energie kostet. Oder wenn du merkst, dass es dich zu viel Energie kostet, Leute aus deinem Freundeskreis herauszuziehen und auf die richtige Bahn zu leiten, dann musst du leider, so schwer es klingt und so hart es klingt, loslassen. Genau. Du musst loslassen, weil sonst ziehen sie dich mit rein. Du musst auch etwas sehen, Alter. Das ist nicht wie bei der Family. Du kannst dir deine Freunde wirklich aussuchen. Die Familie kannst du dir nicht aussuchen. Und sogar bei der Familie. Ich gehe sogar so weit und sage, dass wenn du eine beschissene Familie hast, die dich runterzieht, die dich jahrelang abgefuckt hat, dann kannst du irgendwann auch deiner eigenen Familie den Rücken zukehren. Weil schlussendlich sind das auch nur Menschen in der Welt, mit denen du lebst, die haben zwar dasselbe Blut, aber schlussendlich geht es darum, eben, wer ist wirklich da für dein Gutes? Und da musst du wirklich egoistisch sein. Und ich sag dir, das werden jetzt vielleicht einige nicht so sehen, aber sogar bei der Familie kannst du sagen, ja, ich möchte jeden Tag diese Person sehen, obwohl sie mich eigentlich schon mein ganzes Leben lang negativ beeinträchtigt oder nicht. Das heißt, entscheide selbst, wer in deinem Umfeld ist und das wiederum wird dich dazu bringen, dich antreiben zu lassen, das heißt eben positiv zu beeinflussen, um dich noch weiter zu bringen, oder sie ziehen dich zurück. Hallo. Und dann, was hast du davon? Du bleibst auf der Strecke und dann kannst du auch nicht sagen, dass die anderen Leute schuld waren, weil es bist immer du. Du entscheidest, mit wem du abhängst, du entscheidest, welche Gedanken du in deinen Kopf lässt, was du dir reinziehst, mit wem du deine Zeit verbringst. That's it. Ich sage immer so schön, wir sind das Ergebnis von all den Leuten, die wir in unserem Leben begegnet sind, Erfahrungen, die wir tragen. Schlussendlich sind wir, das ist das Ergebnis. Ja? Und darum ist es extrem wichtig, dass wir uns mit positiven Leuten umgeben und nicht uns runterziehen lassen. Darum, geh deinen Weg, man sei dir nicht zu schade, geh deinen verdammten Weg. Geh deinen verdammten Weg, Mann. Und du wirst sehen, Positives zieht Positives an, Negatives zieht Negatives an und du wirst deinen Weg dann machen. Good luck, Simon. Besten Dank fürs Einschalten. Weitere Fragen ask@probro.org und man sieht sich im nächsten Video. Kiss, kiss.